geht's zu Wiesn! Ozapfdüs! Wir sind immer noch auf der Suche nach den Trachtentrends 2016 und neben mir steht jetzt Frederik Meissner. Hallo Frederik, grüße dich. Servus, grüß dich Thomas. Wir haben schon mal das Vergnügen 2014 und wenn es für Wiesengaudi TV ist, dann sage ich Servus. Ja, freut uns immer sehr, wenn wir da sein dürfen und auch jetzt vor der Wiesn. Ja. Wir sind hier in Salzburg auf der Trachten Country Messe. Das ist ja die Trachtenmesse schlechthin, oder? In der Tat, das ist wirklich das Aushängeschild, die drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Hier die Tracht und Country Messe gehört einfach dazu und hier kann man wahrlich sich die neuesten Trends einfangen und holen. Was für eine Überleitung, aber vom Profi kann ja nichts anderes kommen als das, oder? Frederik, du hast natürlich was ganz Neues wieder im Trend dieses Jahr, oder? Ein paar Dinge sind neu dabei. Wir stehen auch schon hier vor dieser Puppe, die schön angekleidet ist. Wir haben dieses Mal bewusst zwei, drei Modelle gemacht und zwar hier mit der gelben Paspillierung, die man wunderbar zu den Plattlerhosen kombinieren kann. Darunter natürlich auch eine originelle Miesbacher Weste, auch mit der gelben Paspillierung. Und dieses gibt es auch noch für die grünen Plattlerhosen. Also da ist dann das hier so lindgrün paspilliert. Aber wir haben auch noch andere nette Highlights. Ja, gehen wir mal rüber. Das ist ja auch was Schönes. Schöner Eyecatcher, ich husch mal hier so quer durchs Bild. Hier drunter auch eine aus gewachster Baumwolle. Aus gewachster Baumwolle hier eine schöne Weste. Und das ist wie gesagt zu der Plattlerhose, die werde ich dir nachher noch zeigen. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, Frederik, das erfordert ja schon sehr viel Mut, oder? Ich hatte es angehabt erst kürzlich bei der Premiere von Zirkus Krone und ich bin mehrmals daraufhin angesprochen worden, hey, geiles Teil, sehr originell. Das glaube ich. Ja, der Mann, der das trägt, der großen Mut braucht man jetzt nicht, aber er sieht dann zumindest modisch, fashion-stylisch aus. Ja. Und das Schöne ist ja an deinen Janker, das muss man auch nochmal dazu sagen, man kann die auch ganz toll zu einer Jeans kombinieren. Es muss ja nicht immer die Lederhose sein, oder? Wir haben zwar jetzt hier die Puppen mit Lederhosen dekoriert, aber das muss nicht sein. Die Philosophie von Frederik Meissner Tracht ist auch, dass man es auch gut zu einer Jeans passend tragen kann. Hier haben wir natürlich aus dem Stoff Moleskine. Auch eine sehr schöne Kombination mit dem Rot, passt auch lässig, nur ein Hemd drunter. Nochmal integrierten Einstecktuch. Schlau, weil wir Männer verlieren ja öfter mal was oder vergessen mal was. Was ganz besonders toll ankommt bei den Kunden, ist diese Stoffart, die besteht aus 60% Wolle und 40% Angora. Und auch hier wieder mit dem schönen Blau zu dem Anthrazit. Es ist sehr, sehr kuschelig. Also der Mann, der das anhat, der glaube ich gerät ins Kuscheln mit seiner Partnerin. Der will das gar nicht mehr ausziehen. Oder die Partnerin will nicht mehr, dass er das auszieht. Das ist hier ein Stoff Trevira und das ist auch so ein Teil, was man lässig, casual einfach tagsüber auch tragen kann. Jeder Wunsch wird hier bei Frederik Meissner quasi erfüllt. Aber jetzt mal unter uns. Wir arbeiten ja auch schon ein bisschen hin zusammen zu Wiesn, ne, so seit zwei, drei Jahren. Sag mal, was ist der Trend 2016 bei den Herren? Geht's eher so in das Traditionelle oder darf man wieder ausgeflippt sein? Es wird wieder ein bisschen ausgeflippt sein. Ein paar Teile habt ihr von uns ja schon gesehen. Also das wird man mit Sicherheit auf dem Oktoberfest 2016 sehen. Wir sind sehr gespannt, Frederik. Vielen Dank für den Einblick hier an deinem Stand. Wir wünschen noch ganz viel Glück, viel Erfolg. Danke. Und vielleicht jetzt schon einfach mal erfolgreiche Wiesn. Ja, heute ist unser. Also, tschüss. Ciao.